Die Familie ist gerade aus Syrien gekommen. Jetzt bekommt sie zum ersten Mal eine Grundausstattung. Kleider, Hygieneartikel und natürlich Spielzeug. Alles Spenden der Thüringer, ausgeteilt von Soldaten. 40 Bundeswehrangehörige sind derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung Mühlhausen eingesetzt. Helfende Hände heißt der Einsatzbefehl und Koordination von Hilfsgütern. Und zwar betreiben wir seit dem 14. September den Umschlagpunkt für Material in Bad Frankenhausen. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Zwischenlager. Wir lagern dort zum Beispiel alles, was für die Nacht benötigt wird, von der Matratze übers Bett, aber auch Bettwäschesets. Und haben dort insgesamt derzeit 5000 Bettwäschesets. Es ist das Organisations-Know-how der Bundeswehr, das dringend gebraucht wird. In nahezu allen größeren Flüchtlingsheimen kommen die Soldaten mittlerweile zum Einsatz. Jeder Hilferuf landet aber erst einmal in Erfurt, im Lagezentrum des Landeskommandos. In diesem Lagezentrum kommen all die Anträge, die das Land oder eine Kommune, ein Landrat an die Bundeswehr richtet, um Unterstützung für die Bundeswehr nachzufragen, kommen hier an, werden hier bearbeitet. Auch bewertet und gehen dann koordiniert an unsere vorgesetzte Dienststelle nach Berlin. Ein Offizier und ein Feldwebel kümmern sich um die Hilfeersuchen. Zeitweise klingeln die Telefone im Minutentakt. Professionelle Hilfe wird an allen Orten gebraucht. Darum hat die Bundeswehr sogar eine Reserve eingerichtet. Also in allem sind ungefähr 150 Soldaten im Einsatz. Allerdings auch mit der Maßgabe, dass mehrere Soldaten noch in Standby stehen. Mit einer Bereitschaft von zwischen 4 und 12 Stunden. Bis zu 300 Soldaten kann die Panzergrenadierbrigade hier in Thüringen abstellen. Die Soldaten in Mühlhausen helfen bei allem. Nur Wachaufgaben dürfen sie nicht übernehmen. Aber allein bei der Betreuung haben die helfenden Hände in Uniform schon genug zu tun. Die Familie ist gerade aus Syrien gekommen. Jetzt bekommt sie zum ersten Mal eine Grundausstattung. Kleider, Hygieneartikel und natürlich Spielzeug. Alles Spenden der Thüringer, ausgeteilt von Soldaten. 40 Bundeswehrangehörige sind derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung Mühlhausen eingesetzt. Helfende Hände heißt der Einsatzbefehl. Und Koordination von Hilfsgütern. Und zwar betreiben wir seit dem 14. September den Umschlagpunkt für Material in Bad Frankenhausen. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Zwischenlager. Wir lagern dort zum Beispiel alles, was für die Nacht benötigt wird, von der Matratze übers Bett, aber auch Bettwäschesets. Und haben dort insgesamt derzeit 5000 Bettwäschesets. Es ist das Organisations-Know-how der Bundeswehr, das dringend gebraucht wird. In nahezu allen größeren Flüchtlingsheimen kommen die Soldaten mittlerweile zum Einsatz. Jeder Hilferuf landet aber erst einmal in Erfurt, im Lagezentrum des Landeskommandos. In diesem Lagezentrum kommen all die Anträge, die das Land oder eine Kommune, ein Landrat an die Bundeswehr richtet, um Unterstützung für die Bundeswehr nachzufragen, kommen hier an, werden hier bearbeitet, auch bewertet und gehen dann koordiniert an unsere vorgesetzte Dienststelle nach Berlin. Ein Offizier und ein Feldwebel kümmern sich um die Hilfeersuchen. Zeitweise klingeln die Telefone im Minutentakt. Professionelle Hilfe wird an allen Orten gebraucht. Darum hat die Bundeswehr sogar eine Reserve eingerichtet. Also in allem sind ungefähr 150 Soldaten im Einsatz. Allerdings auch mit der Maßgabe, dass mehrere Soldaten noch in Standby stehen. Mit einer Bereitschaft von zwischen 4 und 12 Stunden. Bis zu 300 Soldaten kann die Panzergrenadierbrigade hier in Thüringen abstellen. Die Soldaten in Mühlhausen helfen bei allem. Nur Wachaufgaben dürfen sie nicht übernehmen. Aber allein bei der Betreuung haben die helfenden Hände in Uniform schon genug zu tun.